Wir spielen Half-Life 2 Episode 1. Und das habe ich tatsächlich wirklich noch nie gespielt und bin sehr gespannt. Es wurde mir jetzt von ganz vielen Leuten hier ans Herz gelegt, die gesagt haben, es ist vielleicht sogar noch besser als die Urversion von Half-Life 2. Da bin ich mal sehr gespannt. Vor allen Dingen bin ich aber auch gespannt auf die Story, weil Half-Life 2 habe ich ja jetzt durchgezockt und das war ja dann schon ein sehr abruptes Ende, muss ich sagen. Also, da habe ich ehrlich gesagt gar nichts mehr verstanden. Plötzlich kommt der G-Man aus dem Nichts und geht auch wieder mehr oder weniger ins Nichts. Hat uns aber scheinbar gerettet. Ich kann es nicht so genau interpretieren. Ich hoffe, dass wir ein bisschen Aufschluss bekommen durch Episode 1 und dann natürlich auch Episode 2. Also gehen wir direkt ins Spiel rein. Ich mache den Greenscreen hoch. Oh, das ist aber laut. Warte mal, ich gehe hier ein bisschen runter. Und dann schauen wir mal. Was uns jetzt hier erwartet. Also, neues Spiel. Kein Grund zur Panik. Hä, was sind das hier? Ach, da sieht man schon die anderen Kapitel. Drei Kapitel? Nee. Fünf Kapitel. Okay, neues Spiel starten. Erklären Sie mir das, Dr. Freeman. Sie haben so viel zerstört. Aber was haben Sie? Fällt Ihnen Das überhaupt setzt etwas also ein? nahtlos an. Dachte ich mir. Ich vermisse jetzt schon die Super Gravity Gun. Wir wurden ja gerettet, aber Alex scheinbar hier. Falsche Tür oder was? Wir werden schon sehen. Habe ich Half-Life 2 auf Englisch oder auf Deutsch gezockt, Leute? Gravitron. Gib es ihm, Doc. Das Gravitron. Ich mache auf Englisch, oder? Ja, auf Englisch. Ja. Damit das passt. Untertitel können wir. Nur die Dialoge bitte, nicht alles. Oh, jetzt muss ich neu starten. Nochmal die Cutscene. Die kann man aber anders nicht machen. Nein, nein. Die kann man überspringen. Du wirst sehen. Hoffe ich. Valve ist nicht so. Ist nicht so von denen da, die das nicht machen. Tell me, Dr. Freeman, if you can. You have destroyed so much. What is it exactly that you have created? Can you name even one thing? Wieso kann man das denn nicht abbrechen? I thought not.
Naja, aber auch ganz cool, jetzt haben wir nochmal den Vergleich zu Englisch und Deutsch. Quicksave hätte geregelt, ja, das ist richtig. Aber da bin ich nicht drauf gekommen. Prinzipiell, mal für alle Entwickler da draußen, sollte man immer alle Cutscenes überspringen können. Zwingt uns doch nicht, etwas zu gucken, was wir nicht gucken wollen. Ihr wisst doch nicht so, wie oft wir das Spiel schon gespielt haben. Ich kann in einem Buch doch auch folgen. Gebt uns die Option. Wir müssen sie ja nicht nutzen, aber gebt uns doch die Option. Gebt uns die Option. We'll see about that. Während wir jetzt hier so das alles nochmal sehen, schreibt doch mal in den Chat, auf was freut ihr euch heute bei den Game Awards? Freut ihr euch aber überhaupt auf etwas? Oder guckt ihr es nur wie die meisten, um abzulästern? Über die Schuhe von Geoff Keighley. Elden Ring DLC. Silksong. Ich hab Kid, weil wir mich einfach nur wegrauchen und gut unterhalten werden. Neue Ankündigung, hoffe ich, Baldur's Gate 3. Das Game of the Year, Bloodborne 2 wird niemals kommen. Hey, the gravity gun. Give it to him, dog. Give it to me. There, Gordon. Dog's happy to see you. I can tell. Okay, dog. Go get the monitor set up so we can check in with my dad. He must be quite sick about us. He was so sure I wouldn't find you here. Wie viel später kam Episode 1 raus nach dem Release von Half-Life 2? Kann das noch jemand mal recherchieren? Ich weiß es nämlich nicht. The last thing I remember is brain falling. A huge explosion and then I heard Vortigaunts. Next thing I knew, Dog was digging me out of the rubble. Naja, nicht ganz. 16. November 2004 kam Half-Life 2. Und 1. Juni 2006, Episode 1. It's my dad. We've been ich habe das Gefühl, sie sieht schon wieder ein bisschen besser aus, irgendwie, die Figur. Aber vielleicht bilde ich mir das jetzt auch nur ein. Willy hears that we found you. Kann ich jetzt noch? Come on! Sweetheart, come in! Also als Kollegen, ja. Aber vorher gab es ja noch Lost Coast. Das war ja so die. Dad, are you there? Alex, come in! Hold on a sec, there's so much interference. Alter. Hey, dog, give me a hand with this. Okay. Little to the right. There we go, hold it there. We got it. Dad. Alex, where are you? Where's the antenna? Tell me you're out of the city. Well, not quite yet. What? But listen, Dad, we found him. You found Gordon? I don't believe it. But listen, you two have to get out of the city. The Citadel could blow at any moment. There's no question that it will, I'm afraid. Our remote sensors indicate the process is accelerating toward a dark energy flare. Is anyone he? Left in the vicinity will be subjected to energetic events whose Isaac, effects are please. Beyond my powers of speculation. The ravages to cellular material are Reiner, unimaginable. Stop! Dad? Oh dear, Eli, I'm sorry, but surely there's no need for undue alarm. Alex is well out of harm's way by now. Well, actually, we're still at the Citadel. What? Oh dear, but there's really no time. The core is exceedingly close to collapse. Why, there's no way to get far enough without first... Well, nothing short of a direct intervention in the core could possibly retard the reaction. You mean going in? Into the core, yes. But it's far too dangerous to consider. The chamber will be bathed in radiation. Well, you do have the hazard suit. If we found a way into the Citadel, it's possible we Alex, could... Alex, no! But Dad! Izzy, talk some sense into her! I'm sorry, Eli, but I don't see any other way. It would help us evacuate more citizens. We can do this, Dad. Okay, Alex, okay. Okay, just promise me...
promise me that you won't take a single unnecessary risk? I promise. I love you. I love you too, baby. I'll be praying for you. Das sieht er nicht worry. Ohne Kamera, I'll oder? See you soon. Yeah. Don't worry. Let's see if we can find a way into the Citadel from somewhere along the rim. Dog, a little help, please? Der ist so stark. Thanks. Okay, boy. Pack up and meet us on the far side of this ridge. Whoa. What a drop. After you, Gordon. Wie soll der runterspringen? Careful. Kommt sie nicht? Doch. Stark. What's Please don't take me so. Dog! Dog! Look out! Oh my God! Dog! Dog! Ich bin runtergefallen. Meine Grafik-Settings sind nicht auf Maximum, doch, ich glaube schon. Ach, naja. Okay. Sehr viel mehr geht nicht. Multicore-Rendering, HDR. Verwende gegebenenfalls den Bloom-Effekt. Kein Plan. Thanks. Okay, boy. Pack up and meet us on the far side of this ridge. Whoa. What a drop. Doggy noch gekillt oder was? So long. Dog! Dog! Look out! Dog! 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 Dog, are you all right? Dog! Dog! Oh, thank God. You scared the hell out of me. Now stay with us and help us find a way over. Well, dog, what do you think? Any ideas? All right, dog. Stark. That's not too helpful. Dog? Dog, where are you going? Was it something I said? Huh? Dog, what are you... I think dog needs a few bolts tightened. Look out!
What? Wait a minute. Oh no. You're not serious. Are you? Der will uns doch nicht etwa mit dem Auto darüber werfen. Well, Gordon, unless you have a better suggestion, he is a robot. He's done the math. You, did do the math, right? Uh-huh. I want you to get out of here as fast as you can. Go find Dad. We'll catch up, don't worry. Alright, I'll miss you too. So, ich würde jetzt gerne mal langsam zocken hier. I'll see you soon. Get in the passenger side, Gordon. Müsste doch Enter sein. Rafft ihr das? Das muss doch eigentlich die Enter-Taste sein. Boy, go on. You'll be fine. Just... Uh-oh. What now? Whoa! Uh-oh. Hold on! So. Wir haben sie auch in die Luft gejagt, also. Ist das jetzt echt die Super Gravity Gun? Nee, ne? Oder ist es nur die normale, glaube ich. Nein! Ich wollte halt runtergucken. We gotta find a way down to the core. Wish we had a map. If we leave them alone, I'll just disable this field. Damn, I can't get this down. Something to... It's that stock. He's holding it from the other side. Don't have time to look for another way around. How?
aufmachen jetzt hier? Ich komme hier noch nicht durch. Schon ein bisschen verwirrtes Level-Design hier. Verwirrend ist nicht verwirrtes, nicht mehr verwirrtes Level-Design ist verwirrend. Alter! Boah, das war ja Link. Das war ja mies, come on. Das war richtig mies. Da konnte ich ja mal gar nicht. Alex hat gesagt, was ihr wisst doch, dass ich nicht zuhöre. Was hat Alex gesagt? Ich soll rausfinden, wo die hingehen oder so, hat die doch gesagt, oder? Nein! Christ. Ich wollte drüber springen. Jetzt bin ich wieder hier, aber weil ich Quickload gemacht habe. Och nee, ey. Oh Gott. Ich bin wirklich... Oh, es tut mir leid, Leute. Was ist das? Das ist ja mal wieder super cool. Ich dachte, der Quick Load ist natürlich der letzte. Ja, aber es macht keinen Sinn. Bitte, mach auf. Mach doch auf. Ich muss hier lang, ich weiß es schon. Ich komme aus der Zukunft. Ich weiß, wie ich eigentlich hier verwenden kann.
weil ich immer so hektisch bin. Kann man hier auf die andere Seite? Nein. Reset the targeting system on these things. A little extra juice in the right spot, and it's on our side. I'll hold it out where I can work on it. There it is. It's a lot more unstable, but it should last long enough to take out the stalkers. Let it go now. It'll do the best. Oh, guck mal, die mag mich. Oh. Well. Was? Das ist doch eine Harakiri-Mission. Da können wir drüber. Da müssen wir drüber. I'll be right behind you. Ist ein Item? Ist da was? Nein. Oh, fast hätte ich es. Große Grafikkarte. So, wirklich so im Originalverhältnis eine 94. Still deliver Earth, but not without your help.
destination is untenable. Surely you can set the relay elsewhere. There's no way I can survive in that environment. Oh, God, it's just an old recording. The host body? You must be joking. I can't possibly... Oh, all right, damn it, that's what it takes. Just hurry, he's right behind me. Was ist das, meine Brain? Oh shit, da ist es, oder? Was ist das? Oh nein, die wollen mir wieder meine Sachen wegnehmen. Nein, das macht die Gravity Gun wieder geil. Ich habe wieder die Super Gravity Gun. Geil. Ich habe wieder die Super Gun jetzt, glaube ich. Bisschen aus wie Control, finde ich. Die Typen saugen. Wenn man die zu lange in der Hand hält, okay. Sehr stark von Deutschland zu der besten Let's Player der Welt aus Deutschland. Das kann er halt, ne?
Also es hört ja wirklich, es fängt genauso an, wie Half-Life 2 im Prinzip aufgehört hat. Weggeschlagen. What's wrong with this lift? Can you get it going again? Sag mal. Ey, Leute. Wait.
again, Gordon. Do what you did last time. What's going on? Ja, wieso fahren wir jetzt hoch? God of War hätte uns der Junge jetzt schon 20 Mal gesagt, maybe you can try it in a different angle. Maybe from here. Maybe you should try to shoot an arrow over there. Maybe you should shut the fuck up because I'm a god. But Dad, don't dead me. Maybe we can find a way over there. Shut the fuck up, boy. Deliberately trying to blow the reactor. But why? It's not my first video game. Maybe I can figure it out myself, boy. But Dad. You're annoying. Let's see if we can find a way through the control room. The elevator's down in the core entry. Let me see if I can call it back to this level. These readings are off the chart. I hope it's not too late to re-engage the containment field. Good thing you know what you're doing. Well, here's your elevator. Gordon, I wish there was something else I could do to help. Einer.
schon so ein bisschen Portal-Vibes hier, finde ich. Komischerweise. Hat ja keine Ahnung von irgendwelchen Terminals. Ah, okay, da oben. Jetzt sehe ich's. Da muss man im wahrsten Sinne des Wortes ja um die Ecke denken. Thank you.
Checkt ihr, was das ist? Ist das... Was ist das eigentlich? Oh. Loch. Ja, es könnte so ein künstlich schwarzes Loch oder so sein. So ganz genau ist es auch nicht klar. So, jetzt. So, jetzt sind wir echt ganz oben auf dem Ding. Ich schätze mal, ich muss hier drauf. Da ist Alex. Hallo! Oh, nee, hier fehlen wir jetzt natürlich noch. Alter! Das war knapp. Nervige Dinger sind das, ey. Kam ich hierher? Oder ist das nur ein Raum, der genauso aussieht? Jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sage ich winke, winke. Ne, man muss einfach nicht wechseln. Ja, nicht ganz. Ein bisschen wie Guitar Hero hier. Kann man auch so lösen? Wie hätte man es denn sonst lösen sollen? Metallplatte mitgenommen und sie vor mich gehalten. Ja, okay, ja. Macht
tatsächlich auch Sinn. Ich glaube, hier unten muss ich gar nicht rein, oder? Jetzt wahrscheinlich noch einen. Ah, nee. Okay, jetzt ist er ganz. Hä? Ah, okay. Oh. Schuss. Dämmen Sie den Kern der Zitadelle. Ich habe ihn gedämmt. Gordon, you did it. The containment system's back in place. It won't last forever, but at least we've bought a little time. While you were in there, I did some poking around in the control data. They were trying to start a chain reaction, but destroying the Citadel is just a side effect. Since we took out Brain's reactor, this is the only way they have to send a transmission pattern back to wherever they came from. I can't tell what the packet contains, but it's important enough that they're willing to sacrifice the whole Citadel to send it off. We need to get it back to my dad and Dr. Kleiner at the outpost right away. I've been pulling down a copy. Whatever it is, I have a feeling it's bad news for all of us. There's something else. It's Judith. Take a look. I'm fairly sure I've pinned down the location of the project. It's hard to say how much of it might have survived intact, or whether there's anything remaining that could compromise our work, if it were discovered by the Combine. We'll need to take a close look at it, of course, but I should be able to give a better opinion within a few hours. If the site is where we think it is, then it should be no more than... I'm gonna cut this short, we may have been spotted. Oh, was ist das? Das ist neu. Das kennen wir noch nicht, das Vieh. He'll know what to do with it. The packet's done copying. I've got it right here. Now let's get the hell out of here. I think they found that. I've secured an exit elevator. It's this way. We'll see. Hier lang. Run! Something tells me they don't want to be.
we can hitch a ride, it should take us straight out of the city. Hey, the gravity gun's back to normal. Oh, no. Well, it was nice while it lasted. Oh, ich hätte gerne die bessere Gun. Oh. Was soll ich denn machen? Mach doch mal was, Alex. Kann man die überhaupt killen? Ich brauche Energie. This is our train. Let's get in. Come on, let's get in. What's in this copy we made, but they're not thrilled about us having it. You know, all things considered, we're not Oh no. It's a stalker car. God damn the Combine. This is what happens to you if you resist. Or if you're just in the wrong place at the wrong time. Let's see where this train is headed. With any luck, we should be well out of the city before it's too late. Thank God we're not on foot. Let's hope the worst is over. It looks like you saved our lives again. Gordon Freeman. What's that? Oh my God. Brace yourself. Moving.
Habe ich sie jetzt mitgenommen? Oh. Und jetzt? Willst du gar nichts sagen oder so? Hold up a sec. I gotta catch my breath. Okay. Well, this might not be as easy as I thought. We're in the same boat as the other evacuees now. On foot to a train station. Let's head for the surface. Mal endlich wieder in der normalen Welt. Can't see a thing. I'm blind as a bat without that flashlight on. We need to get through that door. Damn, it's got a powered lock. How are we gonna get this open? Let's see if we can find the power box. Ist das Dynamit? Das wäre ziemlich scheiße, wenn ich Dynamit wäre. Steht ja auch Emergency Flare. Schotti. Okay. Eine Knalle. Okay, dann müssen wir kurz Schrotflinte wieder auf vier binden. Das ist hier Waffengruppe 4. Ich erinnere mich noch, ich glaube es war Half-Life 1? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube es war Half-Life 1. Eines der ersten Spiele, oder was? Nee, war es GoldenEye? Wo es so ein Schloss gab, und also so eine verriegelte Tür mit einem Schloss dran. Man musste die aufschießen. Und ich fand das damals so cool, dass man so ein Schloss aufschießen kann. Naja, Papa erzählt wieder von früher. Muss man dabei gewesen sein. Here they come. Shot.
Oh, Karate Kick. Schnelles Waffenwechsel aktivieren, da ging doch irgendwas das letzte Mal nicht. Doch, hier tatsächlich. Ah ja, perfekt. Antlion's here? The Combine's defense field must have collapsed. Makes sense if it was powered by the Citadel. Oh. Was mach ich denn jetzt da? Ich halt nicht. Ich sehe gar nichts. Are you still there? Ja. Looks like we found a troop train. What the hell is that? A Combine zombie. Combine zombie. That's like a zombine, right? Wow. Zombine, get it? Okay. Crap! Look out! It's got a grenade! Danke, Zombine. Nee, hier geht's gar nicht weiter. But where? Da. Shine your light on that thing. Das war nicht gut. Mal schnell. Yes. Exactly. Shine your light on that barnacle. Was hast du denn für eine Knarre, bitte? Ach, das ist ja cool. Guck mal, wenn man sie anleuchtet, hält sie sich die Hand vors Gesicht, um nicht geblendet zu werden. Das ist ja schon ganz nice. Thank you.
Haben wir nicht gerade Strom angemacht? Wieso ist denn jetzt... Ach, das war nur für den Raum hier? Okay. Ey, wie viele kommen denn da? Na, jetzt haben wir hier die Tür aufgemacht, okay. Nicht unendlich? Ah. Danke, Chat, für die Idee. Das sollte reichen. Es ist halt ein bisschen dumm. Okay, es ist Sand. Geht's lang? Hier geht's lang. Keep that barnacle in your light. Warum schießt du nicht? Alex? Geil. Super dumm, der Typ.
Okay. Bin mal gespannt, wo wir rauskommen, ehrlich gesagt. Aber ein bisschen viele Löcher hier. Oder doch nicht? Das sind für eins. Gar nicht genug Autos für die ganzen Löcher. Immer noch ein Loch. Keine Autos mehr. Doch, da geht's noch weiter. Habe ich hier schon alles abgesucht? Komm, Alex. Es sind zu viele, wir müssen gehen. Let's go, Alex. Come on, Alex. Jetzt haben wir alle Löcher gestopft, oder? Abspeichern. Richtig stark von mir. Ihr wart mal meine Freunde, Antlions. Yeah.
Boah, wie das dauert, bis er das Tor da hoch hat. Hazard suit. This water's nasty. Wait. Wieso haben die Granaten? Zombies mit Granaten ist auch irgendwie next level, oder? So, hier lang, da rein. Ja. Alex. Da geht's lang. Ey, dieses im Weg stehen von den NPCs, das ist wirklich nervig. Please let there be a way to the surface. Sehr dunkel. Oh, vielleicht hätte ich die Flares nicht auf die Gasflaschen werfen sollen. Was soll schon passieren, richtig? Die Taschenlampe mit der dummen Batterie, das nervt auch. I don't believe it. An actual elevator. I would have settled for stairs. Irgendwas passiert doch hier. Wieso liegen hier so viele Flares? Das verstehe ich nicht. Ach du Scheiße. Gar nichts mehr hier. Alter, ich sehe nichts. Thank you.
Am Ende findet man ja eigentlich eh nur Energie und Munition, richtig? Naja, man könnte theoretisch auch noch Waffen finden. Aber... also es macht natürlich schon ein bisschen Sinn. Naja, der ist okay. Taschenlampe hier nur begrenzt Energie hat, feiere ich nicht, sag ich ganz ehrlich. Aber Moment, die Tür führt ja dann... das bringt mich ja gar nicht weiter. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Was habe ich denn übersehen? Muss ich den Aufzug reparieren? Oh Mann, wieso mache ich immer den gleichen Fehler? Wo ist das Stromkabel hin? Da? Es nervt so. Sprinten verbraucht Taschenlampenenergie. Ah, hier. Hey, I hear the elevator. It's moving again. Ein so ein Kick von ihr. Schon fragen, wo die jetzt plötzlich herkommen. Kommen die denn alle her? Ich hab doch alles abgesucht. Hm. Das ist auch ein bisschen oldschool, ich muss schon sagen. Come on! Hey, I hear the elevator. It's moving again. Thank you.
Es ist hell, wenn die... wenn die brennen. Decke? Alter, come on! Jesus! Oh, das ist so dumm, dass man auch nie weiß, ob die Gegner unendlich kommen oder nicht. Das ist immer das Problem bei so geskripteten Kram. So einfach... Muss ich in den Aufzug oder kann ich die einfach alle erstmal killen? Und wieso... explodiert die, wenn ich die ansauge? Sehen und ich sehe nicht. Es wäre übrigens viel leichter, wenn einfach die dumme Taschenlampe nicht dauernd losgehen würde. Das ist eigentlich fast das Nervigste an diesem Level hier. Und dass die Typen ein bisschen viel aushalten. Thank God, it's still day. Let's get out of here. I can't believe this.
Vielleicht kann man einfach die Tür aufmachen. Bock auf Pro-Clubs mit Nils? Ja, immer. Will er jetzt Pro-Clubs mit den Bonitos spielen, oder was? Ich bin immer für Pro-Clubs zu haben. Weil mir das nämlich sehr großen Spaß macht. Muss ich... Warte mal gerade. Hallo? Hallo, Eddie. Was ist hier los? Was geschieht hier? Mein Name ist Gordon Freeman. Und Gordon, ich wollte lediglich sagen, dass die Resistance einen neuen... ein neues Mitglied hat. Ich höre. Aber dazu später. Was ich auch noch sagen wollte ist, ich weiß, also du spielst gerade Half-Life, aber ich weiß ja nicht, wie verbindlich du da dich reingewühlt hast. Ich hatte nur gedacht spontan, weil ich jetzt überlege, was ich noch mache. Ich hätte jetzt das Spiel gleich gewechselt, tatsächlich. Also. Ah. Ja, weil eine Option ist natürlich immer Pro-Clubs, ne? Hast du denn die Bonitos am Start? Das würde ich doch nicht jetzt ohne dich machen. Dann spielen wir nachher. Dann würde ich jetzt die rufen und dann kämen sie und dann sagst du, ja, du hast keine Zeit, du willst irgendwie Schach spielen oder so. Mhm. Und dann würden wir ohne dich spielen, das mache ich ja nicht. Nee. Deswegen wollte ich erstmal abwarten, was du sagst. Und wenn du sagst. Also, eigentlich wollte ich gleich GTA spielen, aber wenn du sagst Pro Clubs, würde ich Pro Clubs spielen. Also wenn Pro Clubs zustande kommt, würde ich Pro Clubs spielen. Du weißt schon, dass das noch nicht das neue GTA ist, ne? Ja, aber da ich das auch noch nicht so gut kenne, kann ich einfach so tun, als ob. Ja. Pass auf. Ich schreibe mal eben, pass auf, mal gucken, wie spontan die sind. Ich habe ja hier so ein. Ich schreibe ganz groß Achtung, ne? Achtung, Achtung. Mhm. Eddie und ich wollen aufsteigen. Wir haben ja auch nur noch 15 Tage. Ja, eben. Weil dann ist nämlich die Season zu Ende. Seid ihr dabei? Jetzt! Bin ich dumm? So, habe ich geschrieben. Ich schreibe nochmal, pass auf, ich schreibe es einmal in die Gruppe und dann einmal noch ein bisschen Druck zu machen, schreibe ich es dem Dongo auch nochmal. Der ist offline. Das gibt's doch nicht. Das fällt dem eigentlich Dongo, ein. Dongo, komm online. Wissen die auch bald durch mit Half-Life? Ich habe Half-Life 2 durch. Ich spiele jetzt Half-Life 2 Episode 1. Ja, okay, das ist das Add-on, ja, genau. Aber es ist nice, ne? Ja, habe ich auch noch nie gespielt. Ja, ist auf jeden Fall nice. Ist auch gut gealtert, finde ich. Ja. Also, kann man dafür, dass das fast 20 Jahre alt ist, kann man das echt immer noch gut spielen. Ja, hier und da ein paar altbackene Sachen, aber. Ja, so, pass auf, ich spiele jetzt noch ein paar Minuten, dann schickst du einfach Nikola und er soll mir einfach Bescheid sagen. Okay? Ich finde, das ist eine gute Idee. Dann sieh zu, dass die Xenos vertrieben werden. Nicht spoilen. Ich hab dir doch gar nichts gesagt. Die Xenos kenne ich noch nicht. Ja, die Xenos kommen halt ganz am Ende. Das sind diese großen Schwebeviecher da, die dann die Alice da platt machen. Ach, die Xenos. Alex. Ja. Alex. Ja, die reißen ihr die Arme raus und dann benutzen die das für so einen Degenkampf. Da haben die beide so einen Arm im Tentakel und hauen sich damit gegenseitig. Das ist aber du, ich kriege gerade einen Anruf auf der anderen Leitung. Ja. Dann sag mir doch gleich Bescheid. Ja, ich freue mich. Gut, ich auch. Tschüss. Tschüss. So. Okay, Leute, wieso komme ich denn hier gerade nicht weiter? Ich meine, ich war gerade im Gespräch, aber irgendwie habe ich jetzt nicht gehört, was sie gesagt hat. So wie sie dasteht. Ich kriege das Rad hier nicht ab. Ist das ein Bug oder was? Ja.
Ah, okay, shit. Dumm. That's it. See if the crank still works. Come on, Gordon, crank that thing. Ja, ich hab wohl ein Rad ab. LOL! Chat auch nicht schlecht, hier Non-Binary Riddle, du musst dir was kurbeln. LOL! Der Humor-Stream. It would appear an inevitability that very soon now the Citadel will be consumed in a destructive event whose magnitude I cannot currently estimate with any certainty, except to say that it will almost certainly irradiate an area of many miles radius. Therefore, I repeat, evacuate City 17 at once, if not sooner. I cannot state this without enough undue emphasis. On a lighter note, if you are already in one of our designated zones, I feel obliged to point out. Wo denn? Wer denn? Oh. They're looking for something. Probably us. Oh, wie dumm war das? From the rooftops. Get a bit farther before they notice us again. Das sind wieder diese lebenden Mauern, die ich irgendwie nicht so ganz kann. Gordon! You're here! Ja. Here they come. Okay, wir müssen wieder Autos draufschieben. Sozusagen Autoschieber. Oh mein Gott, ich sollte wirklich Stand-Up-Comedy machen. Comedy wird geschrieben C-O-M-E-D-D-Y. Wäre das auch mit sowas? Guck mal, ich glaube, die Mülltonne geht auch. Nee, die geht nicht. Lieblingswaffe. In welchem Spiel war es zuerst, dass man über Kimmel und Korn zielt, Leute? Also, dass man mit der rechten Maustaste sozusagen die Waffe rannimmt. Was glaubt ihr, welches Spiel war da wohl das erste? Melon, oder? Ich weiß es tatsächlich auch nicht genau. Ich finde sowas immer interessant, welches Videospiel irgendwie was entdeckt hat. Natürlich Pech gewesen. I'll cover the street while you figure this out. Bonidos sind am Start oder was? Geil. Ja geil, habe ich Bock drauf. Wir sind ja in Liga 2, kurz vorm Aufstieg, oder sagen wir, kurz vor den Aufstiegs-Playoffs zu Liga 1. Und
dann hätten wir natürlich auch die Chance, in Liga 1 noch den Pokal zu holen, bevor die Saison resettet wird. Das ist natürlich schon ein großes Ding. Das hat halt noch nie jemand geschafft. Ne? Also, wir wären quasi die ersten weltweit, die das schaffen. Aber noch ist es ja nicht so weit. Wie löscht man denn jetzt hier das Feuer? Oder löscht man es gar nicht, weil man hier einfach... Oh doch. Wie komme ich da hoch? Okay, ich muss da was drauflegen. Das sind schon geile so Physikrätsel, oder? Das war schon fresh damals auf jeden Fall. Das gab's noch nicht in allzu vielen Spielen, meine ich. Da ist immer noch nicht schwer genug. Verdammt, gibt's hier nichts Schweres? Ah, hier, Stein. Das müsste doch jetzt mal landen, gleich. Alter, das gibt's doch nicht. Ich komme sofort. Ich bin gleich bei euch. Eine Sekunde. Ich will nur dieses eine Ding noch hier. Jetzt. Gas aus. Jetzt können wir da hinten rein. Und dann speichere ich ab. Nicely done. Let's head upstairs. Okay. Ich speichere hier ab, Leute.